Hallo liebe Leute, willkommen zurück zum Floyd's Mod Let's Play. Ja, ich habe ja heute Morgen in der August News vom 20. ist heute irgendwie so etwas, ja gesagt, dass ich nicht mehr so oft Videos bringen kann, weil es mir einfach nicht gut geht, ich starke Schmerzen habe und so weiter. Und deshalb muss ich da einfach sagen, ich muss leider ja eben ein bisschen zurückrudern mit den Filmparts und so weiter. Deshalb kommt Floyd's Mod dreimal pro Woche und Man Blade Warband kommt einmal pro Woche oder einmal pro zwei Wochen, je nachdem wie beliebt es heute ist. Und ja, wir haben ja hier das letzte Mal Kanal Kerge genommen und ja, einfach es zu schwer gehabt für den Anfang. Ich werde sicher wieder Kanal Kergit und Sandische Soldaten nehmen. Aber zuerst will ich die Nords nehmen. Deshalb machen wir hier mal ein Jäger. Passt irgendwie gar nicht, aber ich will kein Nahkämpfer mehr sein. Naja. Eigentlich denke ich bei den Nords schon gut, Nahkämpfer zu sein. Genau, ich mache so einen Zweihand-Nahkämpfer. Ich mache wieder einen Zweihand-Nahkämpfer, einfach im Floyd's Mod jetzt. Tut mir leid, wenn es langweilig für euch ist, aber tja, was haben wir? Iron Flash, Power Strike. Power Strike noch mehr. Akkurtier, ein Akolyt. Was ist denn ein Akolyt? Leadership. Riding. Ich weiß schon, was ein Akolyt ist, aber nicht. Ja, was es jetzt eigentlich macht. Leadership. A noble in training. Leadership ist eigentlich recht gut. A street Arschin. Der ist so Arsch. Okay. Ich nehme Noble im Training. So. Wir brauchen viele Leute, weil ja, wir werden relativ eine große Armee brauchen, weil wir nur Wikinger nehmen. Ja, Nords nehmen, also. Later become you a Gladiator. Ich bin noch ein Gladiator. So, Weaponmaster, Iron Flash, Power Strike, Trainer, Shield. Shield ist, ja, schwach, aber nicht nötig. Personal Revenge, The Loss of a Loved One. Tactics ist hochgegangen. Jetzt haben wir nur noch ein Power Strike. Religious Pharaoh. Nein, bitte nicht. Being forced out of your home. Also weggerissen worden. Lust of money. Also wieder scheiße. Sense of duty. Ist auch wieder... Leadership plus 5. Ja, eigentlich könnte ich ja das auch hoch machen. Power of Weapon Master. Foraging. Sense of Duty oder Personal Revenge. Das muss ich hier einfach schauen. Leadership geht runter. Lust of Money and Power. Force at Home. Ist auch 4. Personal Revenge. Sense of Duty. Ich würde Sense of Duty nehmen. Aber es hat so negative Stats. Personal Revenge. Er ist auch nicht besser. Taktik ist besser bei Personal Revenge.
Nein, ist nicht besser. Ja gut, dann nehme ich dann das. Also ich bin ein männlichen Charakter. Ich bin ein Veteran-Warrior. Ein Nobler im Training. Ein Game-Pucher. Kann ich das Game-Pucher auch noch ändern? Warte kurz. Leadership. Mercenary. Leadership ist gleich. Aha. Universitätsstudent. Ändert nicht viel. Waffenmeister ändert sich. Und Gladiator ist eben Leadership und Weaponmaster. Ja, dann nehme ich Gladiator. Und eben Sense of Duty. Ja, ich denke, ich lasse das jetzt so. Intelligenz muss ich halt jetzt höher machen. Also Expanded Troops werden wir wieder nehmen. Kingdom of Svandia. Wir nehmen die Nords und die zwei müssen wir nicht anmachen. Gut, endlich mal weiter. Gott, oh Gott. Also wir nennen uns Maximus. Drago. Ich bin der Maximus Drago. Zwei hier rein. Leadership können wir nicht mehr. Inventory Management 2 rein. Tactics. Aha. Tracking ist. Tracks bekommen more informativ. Trainer. Ja, ich will jetzt Trainer nicht höher machen. Ich will Puff Fitting. Ja. Puff Fitting. Ich möchte Power Strike hoch machen. Ich möchte Athletik hoch machen. Und ich möchte Prisoner. Ja komm, Prisoner müssen wir schon eins machen. Dann haben wir noch. Jetzt haben wir alles 8. Oh je. Ich merke schon, wie lange ich brauche. Oh je. Charisma. Ja, tue ich Charisma nehmen. Und hier zwei Handwaffen. So, jetzt ist gut. Jetzt können wir dann gleich beginnen. Ja, Haut mache ich ein bisschen heller. Ja, ich will schon heller sein. Hm. So. Oh Gott. Es sieht so schön aus, sonst wären die Haare natürlich schön. So sehe ich wie ein Santa Claus aus, will ich nicht sein. Naja, ich muss große Haare, die passen sonst nicht. So, ich werde so. Ja. Ich werde alt rund und Haarfarbe werde ich natürlich irgendwas Helles machen. Entweder so. Oder so. Ich werde orange nehmen. Ich bin ja der Drago. Es passt einfach gar nicht. Das ist Wahnsinn. Ich werde einfach so braun. Ein bisschen heller. So. Ich lasse es einfach so. Gut. Continue. Habe ich jetzt nicht eine Zweihandwaffe? Gut. Ich will, dass du mich triffst. Was war denn das? Der hat mich mit dem Ding geschlagen, hä? Mit dem Schild hat er mich geschlagen.
Und ich habe ihn irgendwie zweimal getroffen, war das so? Ich muss es dann noch nachschauen nach dem Part, ja? So, jetzt. Ja, oh, sieht noch schön aus hier, hä? Oh, Tier, schaut mal Tier. Cool, das habe ich gar nicht gemerkt letztes Mal. Schaut euch mal... Das ist ja mega genial. Das war damals, glaube ich, auch schon so, aber ich kenne es noch nicht mehr so gut. Aber das sieht ja mega geil aus. Auf jeden Fall ist es sicher jetzt auch ein bisschen weiter, dass Neuerungen hinzugekommen sind seit dem letzten Let's Play. Also eben bei den Swardian, bei den Kanal Kägit in diesem Let's Play natürlich. Und bei den Kanal Kägit und ich kann nicht mehr das aussprechen. Das ist der Slavenmeister. Magnificent. Das ist der Sigmunder Adlerkreuz. Ja, du bist Justifen. Justiz. Also irgendwie bei Strafen. Ja, du bist ein kleines Animal. Sag doch das, dass du nicht schießen willst. Nicht shooten. Nicht shooten. Ich darf nicht Fußball spielen. Ich hab gar nicht... Das war meine Maus. Ich wollte gar nicht die rausholen. Ich werde wirklich langsam mal ein böses spielen. Ich kack sonst auf Ehre langsam, ey. Ja, hast du 27 Schaden. Better than me. Danke, aber ich möchte gerne da raus. Mal kurz das anschauen. Ja, das sieht vollkommen anders aus. Das sieht aus, als würde jemand sehr gerne Wikinger haben. Ja. Cool. Nicht schlecht. Nicht schlecht, oder? Ja gut, dann gehen wir noch zum Marktplatz. Und kaufen hier mal ein paar Brötchen. Oh, wir haben so viel Geld. Picked Sword. Können wir eins verkaufen. Ach komm, das mäht ja auch. Und jetzt muss ich eine Zweihandwaffe kaufen eigentlich, aber ich schaute mich mal, wie die teuer sind. Haben wir keine einzige Zweihandwaffe. Soll ich wirklich mit Einhandwaffe spielen? Ich habe irgendwie keinen Bock. Ja, schaut euch, wie teuer die sind. Diese Feiglinge. Ich spiele einfach am liebsten mit Zweihand. Sag ich so. Also, dann kommen wir hier noch zu denen. Das ist der Castor Luca. Mhm. Sea Riders. The Lair. Okay. I'll do it. Das sagt sogar I. Als Nord, hä? So, in der Nähe. Also es kann irgendwo in Fenardos sein oder hier oben. Ich gehe mal zuerst nach Fenardos, dann sehen wir gleich mal bei einer Stadt, bei einem Dorf, meine ich. Ja. Okay, wir haben hier irgendwas. Das sind Looters. Da möchte ich noch nicht hin. Wir sind relativ schnell, hä? Go to the Villagers Center. Schauen wir mal das Dorf an.
Ja, ist ein bisschen öde. Also die haben schon einen Turm. Also in Vanilla wird das nicht so gut angezeigt. Also bei mir fehlt zum Beispiel die Mühle in Emer. Hier müsste ich nach Emer gehen, hä? Group of Bandits, Food and Livestocks. Machen wir das kurz. Wir müssen nicht vorwärts machen, wir werden lange nicht den Orts beitreten. Eventuell werden wir sogar ein anderes beitreten, aber das dürft ihr gerne auch entscheiden. Und so weiter. Oh, voll ins Herz gestochen. Ich bin ein kleiner, dünner, magerer Kerl. Es ist alles Englisch, es regt auf. Ah ja, stimmt, das ist ja gar nicht über Steam. Ja, wahrscheinlich ist es einfach ganz anders im Nord. Aber es ist irgendwie ganz anders als irgendwie dort bei den Serenaden. Voll wieder ein Stich durchs Herz. Es gibt irgendwie viele Sachen, dass man noch machen kann. Ich weiß nur nicht wie, ich muss das nachher kurz noch schauen, hä? Dann machen wir das mit diesem Part noch. Gut, ich bin im Dorf, also die können mir nichts anrichten, hä? Mann, es ist zu leicht oder ich bin einfach zu gut in diesem Mod, weil ich muss ja mich anstrengen. Es könnte immer alles fatal sein. Ja, okay. Ich habe irgendwie daneben getroffen und trotzdem ihn erledigt. Los, noch weitermachen. Die kommen wieder zurück, okay. So, und jetzt noch was auf den Deckel. Ah, jetzt habe ich mal Schaden erlitten. Aber ja, einfach mehr bessere Grafik. Schwer ist es nicht. Weiter geht's. Was? Boa Kombina auf Grand Panzer of the Vegas has been taken prisoner by Kingdom of Nords. Also, einer von den Vergi ist gefangen genommen worden. Und ist jetzt in Gefangenschaft bei Nords. Ah, ich will mal dort hoch. Aha, das ist jetzt das, hä? So bin ich beritten. Ich werde jetzt mal uns dahin bewegen lassen. Und ich habe immer noch das Schwert und das Schild nicht ausgerüstet. Muss ich auch noch ausrüsten. Jetzt muss ich gucken. Irgendwo sind die Banditen, aber die wollen irgendwie nicht kommen. Ah, ich habe die Dinge nicht an. Die Schadens, also die Sachen. Die kann man irgendwie anmachen, aber ich weiß nicht wie. Das müssen wir alles noch machen. Aber eben nach dem Kampf. Wir haben ja nichts können machen. Wieso wird das eigentlich so abgemacht? Ich will das anhaben. Ja, man sieht, dass die viel zu schwer sind am Anfang, die Quests und alles Mögliche.
Okay, gut. Vielleicht schaffe ich es noch. Ja, so schaffe ich es nicht. Wieso denn? Verdammt nochmal, seid ihr schwach. Und jetzt? Square ist sie. Ja, ich habe doch keine Chance, so. Wie frech ist denn das? Der Mod ist extrem frech geworden, hä? Ich habe ja null Chancen. Was habe ich jetzt alles verloren? Ein Nordbondi habe ich noch. Sonst habe ich wirklich nichts. Ich habe alles verloren. Das ist die größte Frechheit. Also der Mod ist wirklich scheiße geworden. Der war früher noch viel besser. Ja, ich kann doch nicht wissen, dass die Quests so schwer sind. Wie soll ich das wissen? Die Truppen waren alle schlecht. Auch von mir waren die Truppen schlecht. Ich musste gegen starke kämpfen und konnte dann nicht mehr so schnell mich schützen irgendwie. Ich habe ja das Schild schon lange verloren. Das nervt, ey. Das ist gewaltig. Toll, ey. Weißt du? Ich mach mal Stärke. Ein Flash. Und das Power Strike. Gut, dann werde ich noch zwei Handwaffen weitermachen. Und Bogenschießen werde ich jetzt anfangen. Also, ja, jetzt wird es gelootet. Danke. Danke, du Scheißquest von einem Scheißquest. Ich muss natürlich mich zuerst ganz stark machen. Ganz stark, ja. Die Quest will es, ja. Also das Spiel will es, ja. Der Mod, hä? Ja, Pech. Der will schon, dass ich reinkomme ins Ding. 3 Gage. Wahnsinn. Ich kaufe mir jetzt mehr von diesem großen Ding. Supplies. Okay, haben sie mir irgendwas abgenommen? Nö. Scheinbar nicht, aber ich habe sogar schon Red Glow Gloves. Jetzt endlich mal das wieder ändern hier. Wie genau im Ding Let's Play. Im vorigen Part. So, jetzt will ich auch Englisch mal schreiben hier. Okay. Dann gehen wir noch nach Embien. Aha. Dann gehen wir nach Quinn. Oha, oha. Das ist wahrscheinlich wieder, ja, Tournament, ja. Also gehen wir nach Queen. Ah, das ist der Korea. Der König. Wir haben ja eine Quest bekommen, Bandit Lair zu finden. Collect 5 Men, müssen wir noch machen. Gut. Ich muss eventuell halt einfach mehr Konzentration haben für dieses Spiel, weil es so schwer ist. Aber ich bleib dran. Ich bleib dran, das sage ich jetzt nochmal. Hä? Ich hab scheiße Ding. Scheiße Leben jetzt. Band of Robbers. Bank Robbers. Was ist jetzt hier los? Hm. Take the field. Lead your troops. Alle Männchen, meine Lütchen. Ich möchte gerne, dass ihr mit mir kommt.
Also das ist wahrscheinlich, dass ich gleich zwei habe, oder? Gleich hier die F2 habe. Okay. Oh, ein dünnes Schildchen habe ich. Mega dünn. Wie Papier, wie Pappe. Ja. So, was sind meine Feinde? Hä? Wo sind die Banditen? Na gut. Da drüben, wie schwach die sind. Lol, wie die... Hey, wie sehen die Kleidung aus? Sieht ja mega hässlich aus. Wie Pappe. Nein, wie Gummi. So. Gut, wir haben gewonnen. Haben wir einen Floor, ne? Natürlich, natürlich. Ist ja auch sehr schwer. Nein, einen Wounded. Okay, gut. Huskarl! Hä? Gibt es schon Huskarl? Ah, die sind dann einfach schwächer, oder wie? Sarnitz-Schwert. Wieso habt ihr Sarnitz-Schwert? Ja, toll. Was soll ich mit dem? Okay. Wir machen im nächsten Part weiter. Ich ruhe mich aus und dann geht's weiter. Hä? Bis denn. Tschüss.